Kampf gegen Inflation und Fachkräftemangel, Hochschulen als Impulsgeber der regionalen Wirtschaft und Wege aus der Baustoffkrise. Bei ihrer Herbstklausur in Nördlingen hat sich die Freie Wähler Landtagsfraktion mit den großen Wirtschaftsthemen der Gegenwart befasst. Eintrag ins Goldene Buch der Stadt inklusive. Vor allem beim Kampf gegen die Rekordinflation hat die Fraktion sehr konkrete Forderungen an die Berliner Ampelregierung. Wir müssen die Energiepreise in den Griff kriegen. Und das geht los, indem wir genügend Energie haben, also Atomlaufzeitverlängerung, ob wir wollen oder nicht, genügend Kohlevorräte schaffen, genügend andere Energieträger wie Biogas und so weiter ins Spiel bringen, um erstens mal genügend Energie zu haben. Zweitens dann die Strompreise von den Gaspreisen zu entkoppeln, damit uns eben die Strompreise nicht weiter durch die Decke gehen. Ich fordere auch schon seit langem, das Gas staatlicherseits besser zu bewirtschaften, es dorthin zu steuern, wo es unverzichtbar nötig ist, kombiniert mit Steuersenkungen im Energiebereich, Mehrwertsteuer runter, Energiesteuern runter und so weiter. Und natürlich auch den Konzernen besser auf die Finger zu schauen, damit die nicht die Bürger abkassieren, siehe Spritpreise. Wichtig sei auch, die heimische Wirtschaft zu stärken, etwa durch eine engere Vernetzung von Hochschulen und Unternehmen. Welche Rolle dabei die Technologietransferzentren in Bayern spielen, war ebenfalls Gegenstand der Beratungen. Denn ein guter Draht zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ist ungemein wichtig. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und der technologische Fortschritt bedingen ganz einfach auch die Praktikabilität unserer Unternehmen und sind dafür verantwortlich, dass wir international wettbewerbsfähig bleiben und dass wir hier immer eine Nasenspitze vorangehen können. Entscheidend ist aber auch, dem zunehmenden Fachkräftemangel im Handwerk entgegenzuwirken und die Betriebe bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Deshalb setzt sich die Landtagsfraktion unter anderem für eine Stärkung der beruflichen Bildung ein. Jeder von uns freut sich, wenn er Handwerk im Haus hat. Jeder von uns freut sich, wenn er sein Auto repariert ist. Jeder von uns freut sich, wenn er ein großartiges Fernsehgerät hat. Und deshalb mein Appell, also neben unseren ganzen Paketen, mein Appell an alle Eltern, den Menschen, denen sie im Alltag vertrauen, unseren Handwerkern und unserer Industrie, denen können sie auch ihr Kinder anvertrauen. Bei einem Besuch im Geopark Ries informierten sich die Abgeordneten über die Bedeutung des Geländes für den heimischen Tourismus und die Regionalentwicklung vor Ort. Zudem besichtigte die Fraktion die Unternehmen Warta und Valeo, die wichtige lokale Innovationstreiber sind. Auch ein Besuch der Merkergruppe, großer Arbeitgeber in der Region und wichtiger Zement- und Betonlieferant Bayerns, stand auf der Agenda. Thema des Austauschs: die zunehmende Verknappung und Verteuerung von Baustoffen. Vieles kommt ja überregional aus der Ukraine und so weiter. Baustoffe sind in der Regel auch sehr energieintensiv, ob es Zement ist oder sonst was, sehr hoch mit Energiekosten beaufschlagt. Das schlägt auf die Baukosten durch. Und insofern glaube ich, ja, dass es beim Bau schwieriger werden wird. Auf der mittelalterlichen Burg Harburg diskutierten die Abgeordneten bei einem Abendempfang mit kommunalen Mandatsträgern über die anstehenden politischen Herausforderungen. Für die Freie Wähler-Fraktion ist dieser enge Kontakt zur politischen Basis besonders wichtig. Wir Freie Wähler sind die Bürgermeisterpartei, die Kommunalpartei im Freistaat. Unsere politischen Taktgeber sitzen nicht an grünen Tischen in Münchner Parteizentralen. Wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und haben beide Ohren bei den Menschen. Diejenigen, die im Rathaus, im Landratsamt die Politik in Bayern machen, sind diejenigen, die unser Think Tank sind. Von denen beziehen wir unsere Ideen und deshalb ist dieser Austausch so wichtig, dieser enge, unmittelbare Draht in die bayerischen Regionen. Zudem verabschiedeten die Abgeordneten während der Klausurtagung eine Reihe richtungsweisender Resolutionen, um den Freistaat langfristig zukunftssicher aufzustellen. Auch deshalb zieht der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel eine positive Bilanz der dreitägigen Beratungen. Also es war eine sehr harmonische, sehr schöne Klausur. Ist natürlich auch der Stadt Nördlingen mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern also geschuldet, dass wir uns hier sehr, sehr wohl gefühlt haben. Die Bilanz ist, dass wir also, ja, gerade den Mittelstand also in den Fokus gerückt haben. Die berufliche Bildung haben wir besonders also ins Augenmerk genommen, haben uns aber auch mit Wirtschaftsspitzen über Inflation unterhalten und was man dagegen tun kann. Und das Mittel wäre jetzt, dass wir die Steuern auf Energieträger und Energie massivst senkt. Für die Freien Wähler im Bayerischen Landtag ist klar, sie werden sich auch im letzten Jahr der laufenden Legislaturperiode für eine vernünftige, sachorientierte Politik nah am Bürger stark machen.